Servus Leute, heute ist Freitag, der 3. Juni, heute geht's zur Plüschbärenjagd, eine Schnitzeljagd mit einem geheimen Zielort. Aber jetzt heißt es erstmal frühstücken und dann geht's wieder auf Tour. Jetzt fahren wir. So, wir starten jetzt von unserem Campingplatz, Panorama Camp. Ich teste das erste Mal das neue Mikro. Ich hoffe, es funktioniert so, wie ich mir das vorstelle, dass man das hört, ohne Windgeräusche. Weil morgen, wenn wir zum Großglockenhof fahren, da möchte ich eigentlich das ein bisschen dokumentieren können. Oder mal einen Jubelschrei, dass die dann drauf sind. Aber naja, gut. Schauen wir mal, wie sich's anhört. Und jetzt geht's erstmal zum Arreitparkplatz. Wieder auf die anderen Westpisti treffen. Aber das Allercoolste, was jetzt hier vorne gleich kommt, das ist ein Casalini Carry mit Vollwerbeaufdruck. Total genial. Da muss ich die Tage auf jeden Fall noch mal hin. Das muss ich noch mal fotografieren. Ich brauche ein Bild mit dem Carry im Hintergrund. Da sieht man schon stehen. In grün mit Vollbeklebung. Von der Schobahn. Ja, Schobahn. Klasse. Sind wir mal gespannt, ob wir die Ersten sind, die es nicht abwarten können, dass es losgeht. Ah, wir sind nicht die Ersten. Na, diesmal stellen wir uns gleich hier vorne hin. Hier stellen wir uns hin. Ach, wer braucht einen Schatten? Ready for action. Gretchen und Christine warten auf den Start zur Fuchsjagd. Platz ist noch ein bisschen leer, aber das wird sich gleich gewaltig füllen. So, die Stempelkarten haben wir bekommen. Jetzt geht's los. Die Plüschbärenjagd sind verschiedene Aufgaben, verschiedene Orte, die wir anfahren müssen. Und unten muss man dann die Stempel holen. Jetzt schauen wir mal. Wir haben ein bisschen gegoogelt, ob dem so alles so ist, dass alles so richtig ist. Jetzt ist der Platz schon richtig schön gefüllt. Klasse. Super Juni, super Sonne, super Freude, Vespa Alpes, super Christi, super Welcome. Molto bene, Vespa Alp Days, super Städtchen, super Berge, super See, Vespa Alp Days, super Bree Day, super Top Day, super End Day, Vespa Alp Days, super Rideouts, super Straßen, super Pausen, Vespa Alp Days, super Kurvig, super Lifestyle, super Glockner, Vespa Alp Days. We'll be right back.
Vespa Alp Days, super Musik, super Stimmung, super Spaß. Vespa Alp Days, super lässig, super chillig, super Freunde. Vespa Alp Days, super lieb, super lustig, super Team. Vespa Alp Days, super Wespen, super Scooters, super Oldies. Vespa Alp Days, super easy, super sexy, super Sport. Vespa Alp Days. Vespa Alp Days, super geil, super geil, richtig super geil, super geil. Ich find's super geil, super geil, denn du bist dabei. Super geil, sehr, sehr tolle Beauty Feeds. Hey, die Plakette ist super, sehr super, sehr geiles Christi-Sacker. Bärig, schau mal her. Mann, super geil, 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 super geil. Sehr geile Premium, super, sehr geile Tombola, sehr geil. Oh, hier, der Hauptpreis, oh, der ist aber heiß. Sehr, sehr geil. In Gerlingen angekommen, Endstation. Und jetzt schauen wir mal, jetzt holen wir uns die Belohnung ab, den VAD Teddybären. Thank you.
Und am Ziel angekommen, gab es auch wieder einen Aufkleber. Die Nummer 2 für die Blüschbärenjagd. Und hier ist der kleine Blüschbär. Neben Elmo und Sid reist jetzt auch der Blüschbär mit. Das reimt sich sogar. Genial. Aber jetzt nach der langen, schönen, wunderschönen Fahrt gibt es jetzt erst eine Bierle. Wieder mal geht ein schöner Tag zu Ende. Wir lassen den Abend jetzt noch ein bisschen hier in Elmo ausklingen. Und morgen geht's hoch auf den Großglockner. Und ich freue mich schon ohne Ende drauf. Das wird einfach mega. Also, bis morgen, Samstag. Ciao.